Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe von Zu Gast bei. Wir sind in der Ahorn Apotheke in Bautzen und an meiner Seite ist die Inhaberin Inge Elina. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Fit und gesund älter werden mit Sauerstoff ist unser Thema für dieses Gespräch. Mhm. Warum ist denn Sauerstoff für unseren Organismus so wichtig? Sauerstoff ist praktisch die Lebensenergie. Also alle Vorgänge, die biochemischen Vorgänge im Körper benötigen Sauerstoff. Dazu findet dieser Blutkreislauf statt, wo das arterielle Blut den Organen, den Muskeln und dem Gehirn zugeführt wird, damit der Sauerstoff entnommen werden kann. Nun ist es so, wenn man älter wird, wird die Atmung flacher. Und dann kommt nicht so viel Sauerstoff dahin. Das hat zur Folge unter anderem, dass die Kapillaren, die feinsten Blutgefäße, sich verhärten und zusetzen. Und dann werden die Organe schlechter mit Sauerstoff versorgt und dadurch kommen eben verschiedene Probleme. Welche Probleme sind das? Wie merke ich denn, dass ich ein Sauerstoffdefizit habe? Ja, zunächst mal durch Kraft und Antriebslosigkeit, so Schwäche. Das hat auch damals Manfred von Ardenne bei sich festgestellt. Als er in den 60er Jahren war, hat er gemerkt, er ist überhaupt nicht krank, aber er hat keine Lust zum Arbeiten, hat nicht die Kraft, die Arbeit zu leisten wie früher. Nur ist es ja normal, dass man nicht ganz so viel mehr leisten kann. Aber er hat das eben untersucht und hat festgestellt, dass Sauerstoffmangel herrscht und hat diese Apparatur erfunden, einen Stoff, wo man konzentrierten Sauerstoff zuführen kann. Dann merkt man es noch an Konzentrationsschwäche, weil das Gehirn ja auch schwächer durchblutet wird. Depressive Verstimmung kann oft die Folge sein und eine Infektanfälligkeit. Dann gibt es von außen noch Auslöser, wenn man viel Stress hat, ohne Entspannungsausgleich, Bewegungsmangel, einseitige Ernährung, Umweltbelastungen und Rauchen. Wie kann ich denn meinen Sauerstoffstatus, sagen wir mal, selbst kontrollieren? Selbst nicht, aber wir machen das auch mit dem Gerät von Manfred von Ardenne. Also das ist völlig schmerzfrei, das wird durch die Haut gemessen und da wird der Sauerstoffpartialdruck gemessen, nennt man das. Das ist praktisch nur der Teil, also der Druck wird in der Zelle gemessen, aber wir wollen ja nur den vom Sauerstoff wissen. Und da hat er wieder mathematisch ausgerechnet, dass der dem Druck außen entspricht. Das ist ein physikalisches Gesetz und da gibt es ein Gerät, das wird mit dem Luftdruck korreliert und wenn man 10 Minuten durch die Haut misst, kann man in einigermaßen guten Wert kriegen und ist natürlich nicht ganz genau, wie wenn man es aus dem Blut messen würde. Ist auch ein anderer Wert, als den man aus dem Blut kennt. Ich habe mir sagen lassen, Sie bieten ja hier direkt Sauerstoffkuren nach Manfred von Ardenne an. Wie wird das denn durchgeführt? Die Kur, also der Manfred von Ardenne hat zwei verschiedene oder ist vielleicht auch weiterentwickelt worden. Es gibt einmal eine Kur mit molekularem Sauerstoff, der ist ein bisschen milder. Da muss man täglich 2 Stunden Sauerstoff einatmen über 18 Tage. Das empfiehlt sich mehr für eine Heimkur, für Bettlägerige oder Leute, die nicht so gerne täglich rausgehen. Und wir bieten hier in der Apotheke konzentrierte Sauerstoffkur an mit ionisiertem Sauerstoff. Da soll man 10 Tage lang eine halbe Stunde Sauerstoff einatmen. Und das ist ganz gut zu bewältigen. Nun sagt man kann auch zusätzlich Vitalstoffe einnehmen. Warum sollte man das denn tun? Ja, es gibt diese Sauerstoff-Mehrschrittkur, funktioniert so, dass man zunächst einen Vitalstoff einnimmt, den bieten wir hier auch an, der ist rein pflanzlich mit Vitaminen und Aprikosenextrakt und Gelée Royale. Das brauchen die Zellen, um diesen Sauerstoff verarbeiten zu können, um diese energiereichen Stoffe herzustellen. Und das sollte man vorher einnehmen, das ist so ein Fläschchen zum Trinken. Dann sollte man während der Kur entweder sich geistig oder körperlich betätigen. Das fördert auch die Aufnahme. Wir bieten an, zu lesen oder Rätsel zu lösen. Und dann eben diese halbe Stunde genießen. Und das ist schon alles bei der Kur. Vielleicht noch abschließend die Frage, wie oft sollte man denn eine solche Kur durchführen? Wir empfehlen, ist natürlich auch ein bisschen vom Geldbeutel abhängig, 1 bis 2 Mal jährlich. Man kann aber durchaus auch zur Erhaltung monatlich einmal kommen, wenn man jetzt so eine Kur gemacht hat und man merkt, es tut einem gut. Oder man kann auch, wenn man sich schwach fühlt, wenn irgendwie alles furchtbar ist und man schafft alles nicht oder hat eine schwere Sache vor sich, kann man auch einmalig mal kommen und eine Kur nehmen.
Freundin, dann bedanke ich mich bei Ihnen für die Informationen. Natürlich gibt es noch mehr Informationen hier in der Ahorn-Apotheke in Bautzen oder im Internet unter www.ahornabo-bautzen.de. Übrigens, die Ahorn-Apotheke ist jetzt auch bei Facebook.